Wir haben jetzt über persönliche Erfahrungen gesprochen, in denen ihr mit Rassismus konfrontiert wurdet in eurem Alltag. Aber wichtig ist natürlich auch, dass man sich organisiert, dass man sich sammelt, dass man sich findet, zum Beispiel in einer Gewerkschaftsjugend und da Antirassismusarbeit leistet. Ina, wie sieht das bei dir, bei der Verdi-Jugend aus? Also bei der Verdi-Jugend haben wir einmal einen Arbeitskreis Antirassismus auf Bundesebene, wo dann die Leute zusammenkommen und gewisse Aktionen bzw. gewisse Sachen einfach mit organisieren. Zum Beispiel im ersten Moment was mir jetzt so allgemein einfallen würde, wäre Dresden Nazifrei. Das wurde dieses Jahr, letztes Jahr sehr aktiv beworben. Da bieten wir auch Seminare zu Antirassismus an und nächstes Jahr wird es einen Arbeitskreis, nein, ein Forum zum Antirassismus geben, wo dann auch neue Leute dazukommen können und in diese Arbeit dann im Endeffekt mit einsteigen können. Ja, Ina, das sind sehr lobenswerte und vor allem sehr lohnenswerte Aktionen. Aber Ferdes, gibt es noch andere Möglichkeiten, sich zu engagieren in anderen Bereichen? Auf jeden Fall. Also ich denke, viele Jugendliche sind hier in Netzwerken drin, sozialen Netzwerken wie Facebook, StudiVZ, dass wir bei den Jugendlichen halt den Appell halt äußern, dass sie agieren müssen, dass sie nicht wegsehen, dass sie was tun, dass vielleicht Jugendliche Interesse haben, dass die Gewerkschaft die gelbe Hand zum Beispiel in Berufsschulen Diskriminierung halt vorstellt, dass es halt immer wieder zum Thema gemacht wird, dass wir halt permanent Jugendliche, aber auch halt, ja, halt immer darüber sprechen und dass es nicht vergessen wird. Also ganz wichtig ist dann die Öffentlichkeitsarbeit. Man muss dieses Thema offensiv in der Öffentlichkeit angehen, man muss publizieren, man muss Aktionen starten und da natürlich immer Präsenz zeigen. Marco, du bist Bundessekretär, Bundesjugendsekretär der EVG. Wie sieht bei euch die Initiative aus? Und danach kannst du vielleicht auch noch mal auf ein Beispiel eingehen, das dir noch irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt bei der gewerkschaftlichen Arbeit vor Ort und in allen Organisationen ist einfach auch die Bildung, die politische Bildung. Was können wir aus der Geschichte lernen unseres Landes? Da gehören ganz viele Sachen zu, wie das, was die Verdi auch macht, ja, Konferenzen zu dem Thema. Was ist eigentlich genau Rechtsradikalismus? Woran erkenne ich Rechtsradikalismus? Wie wehre ich mich gegen Rechtsradikalismus? Wir bieten mittlerweile auch an, mit unseren Mitgliedern, mit unseren jugendlichen Mitgliedern nach Auschwitz zu fahren, um einfach mal wirklich die Konfrontation mit diesem Thema auch zu suchen, weil wir in unserer täglichen Arbeit feststellen, dass es immer schwieriger wird und auch in Zukunft immer schwieriger wird, die Leute darüber aufzuklären, weil immer mehr Unwissenheit bei der Jugend auch einfach da ist. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe der Jugend in den Gewerkschaften, dafür zu sorgen, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, dass sowas nie wieder stattfindet. Und das ist die zentrale Aufgabe von allen, die hier am Tisch sitzen, vom Verein, von Schulen, das wieder auf die Tagesordnung zu nehmen. Und da arbeiten wir ganz aktiv dran. Das ist eine der großen Schwierigkeiten, dass heutzutage viele rechtsradikale Gedanken, viele Vorurteile, Rassismus, also einfach nicht mehr durch dieses alte Bild auftauchen. Also es sind nicht die Glatzköpfe, die uns häufig gegenüberstehen, sondern es sind einfach die Gedanken, die die Menschen haben. Es sind häufig nicht mehr einfach diese alten Fragen, sondern die aktuellen Tagesthemen, die uns gegenübertreten, schüren im Grunde genommen wieder diese Vorurteile der Leute und deswegen häufig treten sie uns verdeckt gegenüber auf. Aber das muss man erkennen und muss dann halt dementsprechend dagegen vorgehen. Du hast nochmal schön zusammengefasst, dass eben Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung viele Facetten hat, viele Ausdrucksformen hat und wir müssen einfach dafür sensibilisiert sein. Wir müssen darauf achten, unter welchem Gewand uns Fremdenfeindlichkeit und Rassismus begegnet. Es sind nicht nur, natürlich auch, aber nicht nur die Springerstiefel, auf die wir achten müssen. Es sind vor allem auch subtile, kleine Alltagsgeschichten, die uns immer wieder vor Augen führen, dass dieses Thema aktueller ist denn je. Wir haben hier sechs junge Menschen, die aktiv sind, die sich engagieren, die sich einbringen wollen und die mitreden wollen. Der Kumpelverein ist der Verein aller Gewerkschaften. Und jetzt will ich noch mal über diesen Aspekt sprechen. Halit,
was kann der Kumpelverein für euch leisten? Wie, was kann er euch anbieten? Und was erwartet ihr vom Kumpelverein? Also das Angebot des Kumpelvereins war ja bislang immer diese Kampagne, die in die Betriebe gegangen ist, wo man sich bewerben konnte mit der Kampagne, mit einer Aktion. Ich finde, das sollte weitergeführt werden, auf jeden Fall, weil das bei uns in dem Betrieb immer gut angekommen ist. Dann erwarte ich aber auch, dass man mehr die Personen nutzt, die dann in der auf JA-Versammlung vorne sprechen können oder die auf einer JA-Versammlung vielleicht einen Stand haben, wo man sich als junger Auszubildender sich darüber informieren kann, um dann wirklich auch Informationen aus erster Hand zu bekommen. Ina. Also ich erwarte von dem Kumpelverein, dass eine Verknüpfung von allen gewerkschaftlichen Antirassismusarbeiten stattfindet und dass da eine Zusammenarbeit und auch ein Austausch stattfindet. Ferris, was erwartest du vom Kumpelverein? Was muss der Kumpelverein anbieten als Verein aller Gewerkschaften im Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit? Ich erwarte auf jeden Fall den Dialog, dass er weiter mit den Jugendlichen stattfindet. Wie schon gesagt, über soziale Netzwerke, wie Hallet gesagt hat, über Schulen, Betrieben, halt öffentliche Arbeit. Und soweit bin ich zufrieden damit. Vielen Dank. Ich glaube, dass das eine Hohl- und Bringschuld ist. Ich biete dem Kumpelverein den Platz an, um gemeinsam mit uns zu kooperieren und würde mir einfach mehr Unterlagen für die tägliche Antirassismusarbeit wünschen, die jede Einzelgewerkschaft auf sich noch mit münzen kann, das heißt Präsentationen, Hefte, Flyer, die ich einfach auch nochmal mit meinem eigenen Gewerkschaftslogo versehen kann und so auch die Kooperation mit dem Kumpelverein in die Öffentlichkeit tragen kann. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft. Ja, ich erwarte vom Kumpelverein, dass alle Gewerkschaften daran gemeinsam in die Öffentlichkeit treten können, das Ganze in der Jugend verbreiten können, damit wir gemeinsam gegen solche Probleme wie den Rassismus und die Fremdenfeindlichkeit vorgehen können und das beseitigen können aus unserer Gesellschaft. Ich erwarte von dem Verein, mach meinen Kumpel nicht an, dass wir als Jugend mehr eingebunden werden und auch als Sprachrohr genutzt werden. Bindet uns ein und somit können wir die Öffentlichkeitsarbeit verbessern. Im Gespräch mit der Jugend, der Gewerkschaftsjugend, mit euch ist vor allem eine Sache sehr deutlich geworden. Die Jugend ist bereit, sich aktiv einzubringen. Man hat gesehen, welches Potenzial vorhanden ist. Jetzt liegt es natürlich am Kumpelverein, dieses Potenzial für sich zu nutzen, gemeinsam mit der Jugend im Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und vor allem für Gleichbehandlung und Toleranz.